Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei deinem Podcast Family Affairs, der Podcast über Familienunternehmen. Heute sind wir hier in der lauschigen Lounge des Golfclub Cosaido. Ich sitze hier mit einem Experten und deswegen ist das heute auch ein Special. Das erste Special, was wir einschieben, wir werden immer wieder entsprechende Experten einladen. Ja, und ich würde sagen, Michael, stell dich mal vor, mach mal deinen Pitch. Ja, mach ich bevor wir ins Gespräch gehen. Mach ich sehr gerne. Michael Konrad ist mein Name, von Hause aus Mathematiker, tut heute aber nichts zur Sache. Bin hier, weil ich Wirtschaftsmediation mache und damit unter anderem Familienunternehmen begleite. Neben den wirtschaftlich relevanten Fragestellungen, insbesondere in der Nachfolge, in den besonderen Konstellationen zwischen Eigentümer, Familie, Geschäftsführung und dieses Bermuda-Dreieck, wenn man es so nennen darf. Ja, kannst du dich noch an deinen ersten, wie nennt man das dann, Klienten? Medianten, Klienten, Medianten? Kunden, ja, gerne auch genau. Kunden. Kannst du dich noch an deine erste Familiensituation erinnern? Eigentlich sogar noch einen Schritt vorher, als ich angefangen habe, mich mit Mediation zu beschäftigen, also in die Ausbildung gegangen bin, sagte eine sehr gute Freundin von uns, also guter Mittelstand, dritte Generation, was macht eigentlich so ein Wirtschaftsmediator? Und ich habe ganz spontan zu ihr gesagt, na, sowas wie dich und deinen Vater. Nein, wirklich. Ja, und da grinste sie mich an und guckte ganz versonnen und sagte, zu spät. Ja, ich sag, ich weiß. Und das war so einer der Punkte, wo man sagt, okay, das ist ein Feld, wo ich mich dann gerne auch nach der Ausbildung sozusagen beschäftigen möchte, ein bisschen mit, was ist denn die Konstellation, weil es eben natürlich eine echte Herzensangelegenheit ist für alle Beteiligten, ne? 24/7 Familienunternehmen, ja. Dritte Generation, vierte Generation, ja. Viele, viele spannende Themen, die eben über das rein Wirtschaftliche weit hinausgehen. Mhm. Aber was reizt dich insbesondere an der ganzen Geschichte, weil du kommst ja, sage ich jetzt mal, nicht aus einer entsprechenden Familienunternehmertradition. Genau. Dich reizt das Thema aber dennoch. Mich reizt es erstmal sozusagen Ausgangspunkt ein bisschen akademische Neugier, muss man sagen, weil es eben die Vielfalt ist. Ja, ja. Die Vielfalt der Themen und auch der Persönlichkeiten. Wenn wir ausgehen vom Eigentümer, vom Seniorchef, ja, ohne zu gendern, traditionell gedacht sozusagen, der alte Herr, im besten Sinne natürlich, das sind schon gestandene Persönlichkeiten, machen wir uns mal nichts vor. Ja. Und die haben 30, 40 Jahre Erfahrung in dem, was sie tun. Ich habe es eben gesagt, 24/7, da passiert schon eine Menge Know-how und auch Erfolge natürlich, die Unternehmen groß gemacht. Und dann kommt eben sozusagen zwei Sollbruchstellen, wenn man so will. Einerseits das Alter oder die Generationenfrage, wie geht es danach weiter? Und oft geht das einher mit der organisatorischen Frage, denn das Unternehmen mit Wachstum, lassen wir mal so Bodenwellen wie Corona außen vor, aber kommen die Unternehmen dann an so eine Wachstumsschwelle, wo man sagen, okay, es geht eben jetzt dann auch nicht mehr, dass der Chef alles macht, sondern man muss vielleicht über Strukturen nachdenken, nächste Schritte gehen eben dann. Und oft geht das dann eben einher eben mit dem Übergang oder eben auch nicht. Mhm. Mir fällt gerade ganz spontan eine Geschichte ein, bevor wir mehr in die Struktur reingehen. Thema Digitalisierung. Mhm. Wie erlebst du das in deinen Gesprächen? Zunächst mal, es ist nicht der primäre Ausgangspunkt, natürlich, ne? weil hier geht es ja, was macht der Mediator? Verbindet Positionen, baut Brücken zwischen unterschiedlichen Konstellationen und weniger das Operative. Das ist dann der nachgelagerte Effekt. Aber natürlich ist Digitalisierung, wir erleben das in allen Wirtschaftszweigen, die es so gibt, ob große Strukturen, kleine Strukturen, öffentliche Hand, privat, ist ein weites Feld und viel zu tun. Und auch ein Hebel. Weil ich habe das jetzt deswegen angesprochen, weil in dem Podcast mit Rolf Haas, wer den nicht mitbekommen hat, nochmal zurückgehen und da nochmal reingehen, da war es quasi so, dass wirklich er, also der Rolf, der Junior sozusagen jetzt, kam halt aus Steuerkanzleien und hat dort gemerkt oder gewusst, was es heißt, eine Steuerkanzlei digital aufzustellen. Mhm. Und in der Zusammenarbeit mit seinem Vater hat das komplette Gegenteil erlebt. Also da gab es noch Schränke mit Aktenordnern voll. Und das war bei denen ein richtig gehender Kampf, der ein Jahr, anderthalb gedauert hat, bis
der Vater, also der Senior, auf die Linie dann auch eingeschwenkt ist, ja, und die das Unternehmen digitalisiert haben. Was jetzt im Nachhinein der Erfolg überlebensnotwendig und ist natürlich, der überlebensnotwendige, genau. Ja, zum einen überlebensnotwendig und dann aber auch den Erfolg dargestellt hat, genau, den die jetzt haben. Deswegen habe ich diesen Stichwort gemacht. Ja. Erlebst du das in der Mediation? Ja, insofern ist das ein gutes Stichwort und Synonym einfach für Modernisierung bzw. nächste Evolutionsschritte in verschiedensten Funktionen. Wenn junge Leute mit Ideen, eigenen Ideen reinkommen, die sie in ihrer eigenen Ausbildung dann erlebt haben. Manche waren ja dann auch nicht immer im Familienunternehmen, sondern haben auch mal sozusagen eine Schleife genommen über extern und bringen da Ideen mit. Das ist ja alles gut und richtig sozusagen, um nicht permanent im eigenen Saft zu schmoren. Das stößt natürlich auf Konfliktsituationen. Mhm. Ja. Da sind wir wieder bei dem Senior, der sagt, um die Klischees zu bedienen, weil es so schön plakativ ist, das haben wir schon immer so gemacht. Ja? Ich meine, bei dem Thema Digitalisierung haben wir schon immer so gemacht, es gab es halt einfach vor 30 Jahren nicht. Richtig, so. Genau. Ja, und das gilt halt für verschiedene Themen ja auch, sei es Werbung, Social Media gab es vorher auch nicht. Mhm. Ja, Personalsuche über gab es auch nicht und so weiter. Und da ist dieser Evolutionsschritt, der trifft dann auf der einen Seite auf die ältere Generation, die da eventuell Befindlichkeiten hat, auch mangels Erfahrung. Jetzt kommt der Junge, will was anders machen, vermeintlich besser. Mhm. Und die große Frage, die im Raum steht, man kommt oft drauf wieder zurück, ist, was macht der Senior danach? Mhm. Ja? Wenn der für sich gesettelt ist und weiß, okay, ich mache jetzt hier einen geordneten Übergang und ziehe mich auf eine, weiß ich nicht, Beraterfunktion zurück oder was auch immer, hat für sich eine Perspektive, ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der ganzen Situation. Ja? Und wenn das für ihn klar ist, deswegen sage ich gerne, das ist schon ein bisschen der Ausgangspunkt. Mhm. Ja? Im Idealfall fängt man ja dann Mitte, Ende 50 an zu überlegen, wie soll das hier eigentlich weitergehen? Mhm. Ja? Weil so ein Übergangsprozess, der dauert ja mal schon stabile 3 bis 5 Jahre, wenn man so will. Ja? Mhm. Und wenn man dann als Unternehmer sich vorgenommen hat, vielleicht will ich dann doch nicht bis 80, ja? Ja. Fall, ja. Dann ist das ein Punkt, eben frühzeitig anzufangen. Ja? Jetzt bist du als Mediator ja unparteiisch, wenn du dazwischen sitzt. Genau. Wie schaffst du es aber für dich selber, wirklich unparteiisch zu bleiben? Nee, das ist, sagen wir mal, schon oberste Bürgerpflicht. Ne? Also das ist sozusagen die klare Botschaft auch. Der Mediator bringt den Prozess und die Beteiligten bringen die Inhalte. Ja? Ja. Und die Kunst ist sozusagen, dass die oft noch gar nicht wissen, was die Inhalte sind. Ja. dass sozusagen die Interessen da so rauszuschälen, dass die wissen, okay, das ist jetzt mein persönlicher Pudelskern. Ja. Mhm. Deswegen ist Mediation schon zwischen den Köpfen, aber dann auch viel Einzelgespräch im Einzelfall, ja, um die Leute da abzuholen, wo sie sind. Vielleicht ein ganz einfaches Beispiel, was jetzt nicht unbedingt ein Mediationsbeispiel war, aber es trifft das ganz gut. Es ging um eine Unternehmensübernahme. Finanzinvestor will eine kleine Firma übernehmen, weil sie halt schön ins Portfolio passt. Mhm, also klassisches M&A-Ding. Die Firma an sich auch angeschlagen, also musste übernommen werden. Das war sozusagen aus finanzieller Not das Verkaufsargument. Eigentümer geführt und irgendwann stellt der Finanzinvestor fest, alles, was so schön geklappt hat vorher mit Zahlen, Daten, Fakten, dieser ganze Prozess berät ins Stocken. Und eine Kollegin, die mir das erzählt hat, hat dann irgendwann mal diesen Finanzinvestor gefragt, sagen Sie mal, was passiert eigentlich nach der Übernahme mit dem Verkäufer? Also der Person des Verkäufers. Mhm. Ja, dann kriegt er das Geld und alles wunderbar. Er sagte, nee, darum geht es ja nicht. Das ist sein Unternehmen, das er seit 30 Jahren geführt hat, jetzt wirtschaftliche Schieflage. Das eine ist das Bankkonto, das andere sind einfach die Schulterklappen. Mhm. Ja, der war vorher Geschäftsführer, Gesellschafter. Ist der danach, was ist der danach bei Ihnen? Mhm. Ja? Mhm. Ja, wird der auch Geschäftsführer, Vorstand, wie immer die Konstellation ist? Ja. Oder kriegt der zumindest, weil es, weiß ich nicht, Head of Regional Sales, keine Ahnung, South Bavaria oder was auch immer? Also sprich die persönliche Perspektive. Ja. Und da kam irgendwie raus, komisch, da haben wir noch, das ist ein netter Impuls. Mhm. Und dann hat das
die Käufer sich mal zusammengesetzt und das ging dann 2, 3 Gespräche und sagen, ach, übrigens, bevor das hier weitergeht, können Sie sich vorstellen, nachher bei uns zu machen. Mhm. Und damit war das Thema eigentlich durch. Okay, und dann war wieder... Genau, ne, damit war für den im Kopf, war alles klar, Perspektive, Schulterklaffen, eine Story, die ich mir selber gut erzählen kann, die ich meiner Frau gut erzählen kann, die ich im Freundeskreis gut erzählen kann. Und damit ist das Thema eigentlich durch. Okay, und dieser Impuls kam tatsächlich dann auch wirklich von außen? Der kam von außen. Ne? Sonst wäre das... Genau, ne? Es war so... Also, in die Katastrophe gelaufen, genau, wir denken an Klischees und sagen, ey, pass mal auf, das ist hier alles M&A, ja, Excel-mäßig super, aber da sitzt einer, der weiß nicht, was mit ihm passiert. Ja. Ja, und den müsst ihr mal abholen. Und das ist oft dann, so erlebe ich, wenn wir wieder zurück auf die Familienunternehmen kommen. Genau, kann man die Parallele dazu ziehen. Genau, der Senior, der sagt ja, ohne mich funktioniert das ja nicht. Mhm. Klammer auf, hoffentlich doch, weil irgendwie, ne, wenn er gut vorgesorgt hat, aber anderes Thema. Aus meiner Wahrnehmung ist dann die Frage, was machst du denn eigentlich danach? Ja. Ja, und wenn der für sich feststellt, so, eigentlich, ich habe jetzt 40 Jahre hier Familienunternehmen, jetzt bin ich 65, 67, geht noch ganz gut mit den Knochen, ne, knackt noch nicht alles beim Aufstehen und eigentlich wäre es Zeit mal, weiß ich nicht, 4 Wochen in den USA. Ja. Ja, für den Unternehmer an sich, früher im operativen Geschäft, undenkbar. Ja. Ja, aber wenn das seine Idee ist, ja, dann muss er auch, dann kommt der Punkt, ich möchte eigentlich das jetzt mal machen. Mhm. Dann ist der Punkt, wo er sagt, okay, dann muss ich auch loslassen. Mhm. Ja, muss ich auch loslassen. Ja. Jetzt sind wir schon sehr tief in Themen reingesprungen und ein bisschen hin und her gehüpft. Nimm uns mal mit, was ist so, ja, du wirst es nie im Ideal erleben, aber was ist so der ideale Ablauf? Wie sieht so ein Phasenplan aus? Wie müssen wir uns das vorstellen? Und wie können sich das auch Unternehmen vorstellen oder vielleicht jetzt ein Unternehmer, Unternehmerin, die sagen, ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass meine Kinder so in 5 bis 6 Jahren reinkommen oder wo die Kinder jetzt auch mit dem Gedanken spielen, vielleicht übernehme ich doch den elterlichen Betrieb. Nehmen wir uns mal in diese Phasen mit. Was muss ich da durchlaufen? Ja, mache ich sehr gerne. Ich springe kurz auf den Punkt in 5 bis 6 Jahren. Ja. Weil das ist immer schon aus meiner Sicht eine echte Frage der konkreten Perspektive auch. Mhm. Ja, wie lange will ich das eigentlich mitmachen, diese 5 bis 6 Jahre? Ja, das hat man ja wann fangen denn diese 5 bis 6 Jahre an? Ja, immer morgen. Ne? So. Ja, also das wird dann ist schon ein so ein bisschen Dollpunkt. Ja, das ist so die Thematik der Nachfolge in einem Satz ist, wenn der Senior sagt, eines Tages übernimmt meine Tochter das Unternehmen. Wann ist denn eines Tages? Mhm. Was machst du danach? Das ist der Punkt, den ich eben schon hatte. Ja. Und zur Tochter, weiß die das schon? Will die das? Kann die das? Darf die das? Mhm. Ja? Und damit kommen wir dann so ein bisschen zu den Phasen. Ich sehe eigentlich 3 Phasen. Also das eine ist in der Tat diesen Übergang gestalten. Ja. Wie kommen wir in diese nächste Phase? Übergang gestalten im Sinne von, wer übernimmt welche Funktion, wie wird das beim Notar geregelt, was sagt der Rest der Familie dazu, also die ganze Soße sozusagen, da hängen ja dann oft noch andere mit drin, insbesondere wenn es mehrere Generationen sind. Ja. Ja, zweite Phase ist dann, den Plan sozusagen umsetzen aus dem ersten Jahr, wir gehen zum Notar, wir gehen zum Steuerberater, ja, wir stellen den Junior oder die Tochter bei den wichtigsten Kunden vor, die macht noch ein Praktikum in der Werkstatt, die macht noch dies und jenes und so weiter. Zweite Phase, die durchaus dann 2, 3 Jahre, je nachdem, ja, wo der Senior sich sozusagen sukzessive zurückzieht. Ja. Und dritte Phase dann, wenn man so will, ein neuer Impuls. Ja? Senior raus, vielleicht Beirat, je nachdem, wie man sich geeinigt hat, aber eben sozusagen Unternehmen neu aufgestellt. Also erste Phase die Überlegung, Intro, wie wollen wir es eigentlich machen? Zweite Phase Umsetzung, alles ja, was parat legen sozusagen und dritte dann neues Wachstum generieren aus diesem Übergang. Beteiligte habe ich schon mal kurz angesprochen, Stichwort Bermuda-Dreieck. Also sprich der Eigentümer, Senior-Chef, Senior-Chefin sozusagen. Zweiter Punkt, die Familie, die ja mitunter auch Eigentümer ist, je nachdem. Ja, Tochter, Mutter, Sohn, also vielleicht auch, wie gesagt, entfernte Verwandte. Dritter Punkt, Geschäftsführung. Das kann intern sein, das kann extern sein. Und wenn man das sozusagen
aufzeichnet in drei Kreisen, dann gibt es eben Schnittmengen. Ja, oder eben auch nicht. Es gibt Familienmitglieder, die haben ein paar Anteile aus historischen Gründen. Ja. Okay. Interessieren sich aber nicht eigentlich. Ja, in der Mitte ist sozusagen der Eigentümer, dem gehört der Laden, der ist Geschäftsführer und Familienoberhaupt, klassischerweise. Ja. Der Geschäftsführer kann eben Familienmitglied sein oder nicht und so weiter. Und das gilt es dann eben aufzudröseln. Also wenn man so will und vom Prozess redet, rede ich immer so von so einem Dreikreuz-Drei-Bild. Ne? Drei Beteiligte, Eigentümer, Familie, Geschäftsführung, Übergang, also feststellen, was wollen wir eigentlich tun, Übergang gestalten und in die Zukunft gehen. Dann kriegt man so eine Dreikreuz-Drei-Matrix. Klar ist auch, es ist nicht in jedem Fall alles nötig. Mhm. Ne? Aber mitunter gibt es eben diese Komplexität. Ne? Ja, und ja, nimm uns jetzt mal von der theoretischen Struktur mit in deine praktische Arbeit rein. Mhm. Ich sag mal, du wirst ja im seltensten Fall wirklich frühzeitig geholt, angerufen, mit dazugenommen. Oder ist es tatsächlich so, dass viele sagen, wir haben das jetzt vor, wir brauchen dich, wir nehmen dich mit dazu, oder kommst du häufig erst dann, wenn es knirscht? Also ich sage immer, um Mediator anzurufen, muss man sich nicht gestritten haben. Sollte man sich nicht gestritten genau. haben. Genau, geht. Ja. Geht aber vorher auch, weil ich eben sagte, es geht auch viel um die Prozessbegleitung. Mhm. Ja, dass man eben moderieren lässt und strukturiert moderieren lässt, was haben wir eigentlich alles zu tun. Damit fängt es immer an, was wollen wir eigentlich klären und regeln. Und dass man eben der Mediator gibt da so ein bisschen die Leitplanken und passt auf, dass alle auf der Straße bleiben sozusagen. Ja. Ja. Wenn man sich gestritten hat oder Unwohlsein herrscht oder was auch immer, dann gehört das eben auch dazu, die Emotionen rauszunehmen und darauf zu achten, dass man es eben runterkondensiert und was auch immer. Insofern gibt es da verschiedenste Konstellationen. Natürlich ist es nicht so, dass einer anruft, so wir planen jetzt hier ganz strukturiert den Übergang, wir brauchen jetzt einen, der moderiert. Die machen das dann in der Regel für sich selbst. Ja. Sondern es ist eher so, ich hatte gestern wie vor Unternehmern kurz referiert über das Thema, wieder mit dem Satz, der 67-Jährige sagt, eines Tages übernimmt. Da haben sich direkt drei gemeldet, also mein 67-Jähriger, den ich zu Hause habe, der ist 77. Okay. Und bewegt sich nicht. Ja. Und bewegt sich nicht. Ja. Und das ist dann eher das Thema, dass die Jungen schon sagen, okay, ich bin jetzt eigentlich so weit. Ja, und er sagt auch immer, du darfst. Und eigentlich braucht er jetzt mal den Impuls, ey, komm, lass es uns jetzt mal machen irgendwie. Mhm. Und mal gucken, wie das da weitergeht. Wie gesagt, der Impuls kam gestern. Bin mal sehr gespannt, ob sich was daraus ergibt. Ja. Ja. Ich habe da, um das Beispiel ein bisschen sozusagen aufzudröseln, dann mal auf diese Homepage geguckt von dem Unternehmen, auch wieder schöner Mittelstand, Handwerksbetrieb, alles gut. Ich glaube, vierte Generation in dem Fall, also richtig tradiertes Unternehmen, sehr schön. Und die Konstellation, wie sie dargestellt war, da guckt man ja immer, wer ist denn Geschäftsführung. Mhm. Ja? Und dann stand der Junior mit Name, dann stand der Senior, Geschäftsführer. Und dann auch eine mit gleichem Familienname, weiß ich jetzt nicht, ob Mutter, Tante irgendwas machte, sozusagen Backoffice. Und unter dem Junior stand aber kein Titel. Ja, wo ich schon dachte, der war nur dabei. Genau, wo ich schon dachte, okay, das ist auch ein Thema. Ja? Da muss dann auch der Senior sozusagen mal so reflektiert sein, wie das eigentlich wirkt. Mhm. Ja, ne? Also der Junior sagte mir, also ich mache schon die Arbeit, ich bin voll in der Geschäftsführung, aber ich habe halt keine Prokura sozusagen, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes in dem Fall. Das ist schwierig. Was ist denn deine Empfehlung, wenn sowas ist, ne? Wenn jemand mit so einer Herausforderung, die er im Unternehmen hat, im Unternehmen sieht, dann quasi auf dich zutritt und sagt, können wir da nicht mal was initiieren? Ist es wirklich dann sinnvoll oder wirkt das auch, kommt das zu einem Ergebnis, zu sagen, komm, wir sprechen den Senior jetzt mal an? Ja, ohne den geht's nicht. Ja, ohne also aktiv drauf zu gehen und sagen, wir müssen jetzt lass uns mal an den Tisch setzen. Ich kann mich auch auf den Kopf stellen und mit den Füßen klatschen. Ja? Also, aber da passiert ja, sagen wir so, da ist ja in den 10 Jahren vorher auch schon in die Richtung nichts passiert. Ja? Und natürlich ist das die Brücke, über die man dann gehen muss. Ja? Und auch den Senior anzusprechen, so, pass mal, wir lassen das jetzt mal moderieren. Ja? Ist natürlich der Reflex, erstmal brauchen wir nicht, haben wir noch nie gebraucht und so weiter. Bezeichnet man ein bisschen. Ja? Aber
den dann schon auch ein bisschen in, sippenhaft ist jetzt ein schönes Wort in dem Zusammenhang, ja, aber zu verhaften, also, wir müssen das Thema jetzt mal angehen und dann bekomme ich wieder auf den Punkt zurück, die Frage der persönlichen Perspektive. Mhm. Den halte ich für extrem wichtig. Ja, persönliche Perspektive, wobei ich sehe, ne, weil ich mit entsprechenden auch Nachfolgern oder Unternehmen spreche, es gibt leider halt auch den einen oder anderen Fall, wo ja, ganz einfach Todesfälle auch in der Familie passieren und dort nichts geregelt war. Weil nämlich eine solche Situation dann auch war, nee, das ist ein ganz, ne? wichtiger Punkt. Das geht immer ja, weiter, wir leben alle unendlich und genau, plötzlich ist nicht nur genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, sondern auch das Unternehmen ist. Absolut, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der trifft ja eigentlich jede Generation, auch Unternehmer, die jetzt 40 sind und sozusagen voll im Saft stehen. Mhm. Das hatte ich mal im Bekanntenkreis, also da mehr vom Hörensagen dann, da ist ein junger Unternehmer Anfang 40 einfach umgefallen. Ja, und also war tot. Ja. Und die Frau, neben der ganzen Trauer, die war noch nicht mal in der Lage, Gehälter auszuzahlen. Mhm. Ja, insofern ist allein deswegen dieses Thema der Vorsorge, was passiert eigentlich dann? Da gibt es ja auch von der IHK, Notfallkoffer nennt sich das, was man alles an Dokumenten braucht, dass man das auch einmal sortiert hat. Was passiert eigentlich, wenn sowas ist? Mhm. Das ist schon sozusagen ein Gebot der Risikovorsorge, eigentlich für jedes Alter. Ja? Und gerade wenn man Senior-Chefs sozusagen hat, 60 plus, 70 plus, machen wir uns nichts vor. Das passiert. Mhm. Ja? Also wenn wir jetzt Zuhörer, Zuschauer haben, die genau in dieser Situation sind, die da sehen, Mensch, ältere Generation, Senior, kann nicht loslassen, ich darf nicht richtig rein. Was ist deine Empfehlung? Also man muss es thematisieren, ja, ansprechen. Ich glaube, wie gesagt, auf zwei Dimensionen. Was passiert eigentlich, wenn dir was passiert? Mhm. Ja, und der verantwortungsvolle Unternehmer hört auf dem Ohr schon zu, ne, weil es ist ja sein Unternehmen. Mhm. Ja, und sei es über die reine Vorsorgeschiene zu kommen. Und die andere Frage ist dann, und das ist die Frage, wer das sozusagen rausarbeitet, ob dann der Junior der Richtige ist, zu sagen, was machst du eigentlich danach? Und da brauchen die Leute dann in der Tat eine Perspektive. Und ich sage immer, diese gestandenen Unternehmer, die haben ja unheimlich viel zu bieten. Ja, sei es an Expertise, die sie weitergeben können. Wir reden alle über Fachkräftemangel, wir reden über Nachwuchsförderung, etc. Da gibt es genug sozusagen, die sagen, ich wäre mal froh, wenn mal mir einer über die Schulter guckt. Ja, wie auch immer, sei es, dass die dann Türen aufstoßen durch die Kontakte, die sie zweifellos haben. Ja. Ja, lokal, vielleicht auch überregional, je nachdem, wo die aktiv waren. Da kann man sich engagieren. Und dann das andere, einfach ganz banal, man kann sich auch mal die Welt angucken. Ne? Also das ist schon auch eine Perspektive, ja, das die ist, kann man haben. Ich finde das ein ziemlich interessanter Gedankengang, der bis jetzt in den vergangenen Gesprächen auch so in der Richtung nie großartig aufgetreten ist. Ne? Weil die Idee und meine Gesprächspartner waren halt immer die jetzt in die Unternehmen reinsteigen und voll in der Verantwortung halt ins Unternehmen einsteigen wollen und auch müssen. Aber die Perspektive mal rumzudrehen und zu sagen, ja okay, der Senior-Chef hat durchaus über sehr lange Dekaden das aufgebaut und das war sein Lebensmittelpunkt. Ja. Das ist sein Lebenswerk, auch wenn dieses Wort einfach mal so ausgesprochen ist. Das sind Jahre und wenn das als, ich habe mal einen Mechanismus in deinem Kopf drin ist, ne? Du kümmerst dich ums Unternehmen genau, oftmals first, bevor die Familie kommt. Absolut, 24/7. Und dann soll ich mit einem Mal diesen Lebensmittelpunkt nicht mehr haben. Deswegen, das ist ein richtig toller Aspekt, den du daraus arbeitest. Absolut, erstmal ranzugehen und sagen, ja, wir machen Unternehmensnachfolge, aber was machst du dann eigentlich? Genau, ja. Was macht er denn? Ich hatte das neulich mit einem Kollegen auch wieder, greif es auf, was so schön prägnant war. Da war der Senior auch im Beirat IHK, Ausbildung und so weiter und hat dann für sich entschieden, okay, ich will jetzt mal
kürzer treten, hat diese ganzen Ehrenamtsdinger aufgegeben und hatte dann nachher nur noch das Unternehmen, wo wir dann, der Kollege und ich sagten, eigentlich ist die Reihenfolge falsch rum. Ja. Ja, hätte sozusagen, ich löse mich vom Unternehmen und damit ich noch eine Aufgabe habe, mache ich das andere noch weiter. Okay, ja richtig, genau. Ja, und das muss man, und dadurch habe ich Zeit für mich gewonnen und kann mir überlegen, was kann ich sonst noch machen. Wie gesagt, man kann sich die Welt angucken, das ist immer so das schöne plastische Beispiel. Mhm. Aber unterm Strich geht es darum, um die Perspektive. Ja. Und wie du richtigerweise sagst, das ist ein 24-7, ja, über 30, 40 Jahre mitunter. Mhm. Das war der Lebensmittelpunkt, und zwar nicht nur für den Unternehmer, sondern für die ganze Familie direkt mit. Ja. Ja. Und wenn man da nicht mehr reinkommt oder merkt, man wird nicht mehr gebraucht, dann hat man ein Thema. Ja. Dann hat man ein Thema. Ich hatte neulich ein Gespräch mit der Unternehmerin, die den Übergang da gestaltet haben. Jetzt Bruder und Schwester sozusagen führen das Unternehmen und sagte, die Situation, wenn auf irgendeiner Familienfeier der Vater auf sie zukommt und sagt, wir müssen nochmal, nee, müssen wir nicht. Ja, heute nicht, heute ist hier Familienfeier, ja, das können wir gerne irgendwie, ich glaube, da sitzt noch ein Beirat oder sowas, das ist ja auch gut. Ja, und sie sagte, ich höre mir auch gerne den Rat an und ist auch gerne willkommen und so weiter, aber nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ja, da muss man dann schon auch ein bisschen sich als Junger ein bisschen schützen. Ja. Und insofern sind wir wieder bei dem Punkt, um das Stichwort aufzugreifen, was macht denn der Senior danach? Da gibt es schon Themen und der Rat wird ja auch gehört. Mhm. Ja. Das ist auch gut so, weil einfach die Expertise da ist, ja, alles schon mal erlebt. Und der Senior kann sich aber wirklich fragen, sag mal, willst du dich eigentlich damit befassen, ob wir jetzt 2 Drucker kaufen oder 3? Ja? Oder so. Oder ist das nicht mal jetzt ein bisschen egal? Ne? Ja? Ja, dann kann er nachher immer noch sagen, also ich hätte ja irgendwie anderes Druckerpapier gekauft, ja, dann ist das eben so. Ja. Da ist die Jugend aber auch, hat sie eingeladen, ihre eigenen Erfahrungen zu machen. Ja. Interessanterweise, man müsste eigentlich so ein Netzwerk gründen, so ein Think Tank für Seniorchefs, weil du hast das ja eben auch angesprochen, da ist ja eine geballte Power an Know-how und vor allen Dingen an Netzwerk vorhanden. Absolut. Ja, und dieses Netzwerk dann aufzunehmen und sich dieses Netzwerk vielleicht auch irgendwie zunutze zu machen oder daraus wiederum auch entsprechend was Neues zu gestalten, das könnte ja total interessant sein. Das ist ein total spannender Aspekt. So ein bisschen gibt es ja so Schlagworte Senior Experts oder so ein bisschen Mentoring für Junge, wie auch immer. Wie gesagt, die haben unheimlich viel zu geben. Ja? Ja. Also das ist wie man sagt, das war ja nicht alles schlecht sozusagen, ne? Also um auch da wieder Klischee aufzugehen, ganz im Gegenteil. Ja? Das muss man eben auch den Jungen ab und zu sagen, pass mal auf, die haben diesen Laden schon 20, 30, 40 Jahre geführt. Mhm. Ja? Und auch die hatten ihre Krisen, das ist ja völlig klar. Die waren vielleicht anders und vielleicht nicht so schnelllebig und keine Ahnung, ja? Aber auch da waren Krisen. Ja? Und der Laden steht jetzt nicht da, weil die freitags 2:30 gesagt haben, so. Ne? Ja, genau. Ne? Ne? Sondern die sind dann schon auch geblieben. Ja. Ne? Man müsste eigentlich dann so eine Mischung machen, so ein Speed-Dating zwischen Startups und Senior-Chefs, um da einfach mal zu schauen. Die erzählen von ihren Problemen und da ergeben sich bestimmt Netzwerke und Ideen, wo die sich gegenseitig befruchten und gegenseitig auch voranbringen können. Ne? Also wirklich reiner Wissenstransfer. Ja, absolut. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass gerade im Startup-Bereich oder in der Gründungsphase auch da wieder neben dem Operativen, was brauche ich eigentlich juristisch, was brauche ich an Material, Finanzierung und so weiter, dass da Leute gibt, pass mal auf, auch mal sagen, ey, solche Phasen gibt es, jetzt halt mal beiflach, das wird schon. Ja, genau. Und durchhalten oder hier mal drauf achten und das ist nicht gut gelaufen, vielleicht hättest du eher mal das machen sollen oder was auch immer. Ja? Mentoring, wenn man so will. Mhm, genau. Komm, bevor wir zum Schluss kommen, hau mal so ein, zwei Anekdoten raus. Du hast ja entsprechende Erfahrungen gesammelt. Vielleicht eine Geschichte, die wirklich richtig schlimm gelaufen ist und eine Sache, die komplett vorbildlich gelaufen ist. Wie sind so die Abläufe da gewesen? Wo hast du vielleicht dich selber auch in dem Moment hinterfragt und gesagt so, boah, krieg ich das noch gewuppt sozusagen? Also vorbildlich sind, glaube ich, immer die Themen, wenn der Senior als Ausgangspunkt für sich eine Lebensplanung einfach auch hat, ja, und sagt, ich will eigentlich
mit 60 ist hier Schluss. Ja. Okay. Und wenn er das mit 50 weiß, sozusagen, heißt also dann treibt er ja auch dahin. Genau, ne? Okay. Dann läuft die Planung dahin und dann weiß er genau, ich muss eigentlich ab 55 muss ich wissen, wer es wird und wie es wird und was wir dann zu tun haben und dann geht dieser Übergang. Ob das dann im Kopf alles so klappt, wenn es dann soweit ist, ist die nächste Frage. Aber prinzipiell ist das Thema, also dieses Beispiel, was ich eben nannte, eines Tages nimmt meine Tochter, das finde ich insofern wirklich schwierig. Also erstmal persönlich denke ich mir, da tun die Leute mir echt leid. Und die sagen, okay, du hast, was machst denn du jetzt dann? Ne? Ja. Und für die Tochter oder die vermeintlich nachfolgende Generation ist eben echt die Frage auch der Perspektive. Ja? Wie lange will man sich das eigentlich angucken? Mhm. Ja? Und da ist es natürlich eine interessante Konstellation, überhaupt in so eine Situation sozusagen zu kommen, also sprich geboren zu werden. Der eine oder andere empfindet das dann vielleicht nicht immer als Geschenk. Ne? Ja, und kritische Situationen sind in der Tat teilweise absurde Familienkonstellationen, wo es dann immer um, ja, es geht viel um Befindlichkeiten. Ja? Vielleicht nochmal eine Etage höher oder Abstraktion. Stichwort Mediation. Ich hatte die Diskussion neulich mit Kollegen, da ging es eigentlich um vertriebliche Aspekte, Mediation im Firmenumfeld, wo klar war, Mensch, Firmenkulturen, die streiten sich alle nicht so intern. Ne? Die haben dann noch offene Fragen, aber da kommt man als Mediator so rein vertrieblich nicht so gut rein. Und wir sagten dann auf der anderen Seite, im familiären Umfeld ist das Stichwort Mediation, Stretching klar gesetzt. Ja, natürlich streiten wir uns. Und zwar seit 10 Jahren. Ja, oder seit 10 Jahren schon nicht mehr. Ja, okay. Ja. Insofern ist die Kultur dann deutlich handfestere. Dann aber eben auch Konstellationen, wenn sich Dinge ändern. Ich meine, da muss ich irgendwann mal auch ins Grundbuch gucken und dann steht da vielleicht noch ein entfernter Cousin drin, wo erstmal die Frage ist, wo ist denn der eigentlich inzwischen? Ja? Okay. Das ist natürlich dann irgendwo komplex, aber interessant oder besonders wird es immer dann, und das zeichnet dann die Wirtschaftsmediation dann eben in dem Beispiel auch aus, die Familie hängt halt voll mit drin. Mhm. Ja, das ist schon so. Ne? Und da ist nicht immer alles rational, das ist auch ganz klar. Ja. Hast du auch schon erlebt, dass der Junior hingeschmissen hat? Ich selber jetzt Gott sei Dank sozusagen noch nicht. Was heißt Gott sei Dank? Das ist ja sein gutes Recht. Ja. Ja, aber schon so Konstellationen, wo der Junior sagt, ich mach's und die Tochter eben auch Anteile hat und sagt, ich mach's nicht. Mhm. Ja, aber dann kommt man natürlich in so Konstellationen, was heißt denn das eigentlich, ich mach's und der andere macht's nicht. Dann sagt der eine natürlich, dann red mir aber wenigstens nicht rein. Ne? Mhm. So nach dem Motto. Okay. Ne? Ja. Ja, das sind so diese klassischen Themen, die man dann sagt. Ist ja klar, wenn ich von der Generationenübergang habe und ich habe was zu vererben, dann teilt sich es auf. Ja? Und dann habe ich eben nicht mehr einen, der 100% hat, sondern ganz einfach gesprochen, 2 mit 50. Ja. Ja, oder 3 mit 33, wie auch immer. Ja? Und dann brauche ich Mehrheiten und dann fängt es mal langsam an zu knatschen. Da gibt es ja berühmte Beispiele, sogar im DAX. Ja, ja, genau. Wo bist du unterwegs? Wo kann man mehr von dir erfahren, jetzt außerhalb deiner Website? Du hast gesagt, gestern bist du auf einem Vortrag gewesen. Genau, das war in Düsseldorf. Also ich bin ansässig in Düsseldorf, also Rheinland, Ruhrgebiet, Rheinschiene hoch und runter, Niederrhein. Mhm. Prinzipiell. Da haben wir ja genügend Familien. Genau, da gibt es genügend Familienunternehmen. Prinzipiell spielt die Postleitzahl erstmal keine Rolle. Ob es dann im entferntesten Fall Sinn macht, muss man im Einzelfall überlegen. Mhm. Aber auch da gerne mich als Ansprechpartner. Da sind wir ganz gut bundesweit vernetzt. Und das müsste möglich sein. Okay. Kontaktdaten sind in den Shownotes drin. Wer jetzt hellhörig geworden ist und gesagt hat, Mensch, wir brauchen dich, Michael. Ne? Sehr gern. Okay, wunderbar. Dann lass uns hier schließen. Total kurzweiliges, interessantes Gespräch. Dankeschön. Für mich auch neue Ideen und auch neue Einsichten gebracht. Prima. in dein Thema, was du verfolgst. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Bewerte uns gerne auf den gängigen Plattformen, auf denen du den Podcast hörst, mit 5 Sternen. Schreib vielleicht eine Rezension, weil dadurch hilfst du anderen uns zu finden. Und prima, viel Spaß bis zur nächsten Folge. Dankeschön. Dankeschön.